Alexander Rakic gegen Jiří Procházka. Es ging um den Titel König von Europa und leider ist es nicht ganz so gut für Alexander Rakic ausgegangen, obwohl der Kampf von Beginn an eigentlich echt verdammt gut für ihn aussah. Ich möchte gemeinsam mit euch mal ein paar Highlights aus diesem Kampf anschauen und analysieren, was da genau passiert ist. Und wir reden auf jeden Fall noch kurz über den Kampf Arman Tsarukyan gegen Charles Oliveira. Doch bevor wir losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Auf diesen Kampf habe ich mich ganz besonders gefreut, weil es war einfach ein sehr vielversprechendes Match. Hat auch echt verdammt gut angefangen, wie man hier sehen kann, für Alexander Rakic. Er hat immer wieder mit seinen Calf-Kicks die Beine von Jiří Procházka bearbeitet. Hier war Jiří Procházka noch relativ frisch, war noch gut unterwegs. Schöne 1-2. Aber irgendwann war das linke Bein von Jiří Procházka gefühlt tot. Oh, da hat der Alexander Rakic richtig guten Treffer kassiert. Also eine Sache, die man beobachten konnte, also die Low-Kicks von Alexander Rakic, die waren richtig gut. Die haben einfach immer wieder das Ziel getroffen, so lange, bis dann Jiří Procházka immer wieder die Auslage wechseln musste, weil er keine weiteren Treffer dorthin kassieren wollte. Das Bein ist auch extrem angeschwollen. Alexander Rakic hat auch immer wieder gut versucht, mit dem Striking reinzukommen, mit der 1-2. Allerdings scheint bei ihm ein bisschen so die Schlagkraft gefehlt zu haben, die Jiří Procházka beeindruckt. Ja? Also Jiri war immer noch irgendwie im ganzen Verlauf des Kampfes der Typ, der weiter nach vorne marschiert ist und keinen Respekt gefühlt hatte. Ja? Und aber immer wieder, wenn er getroffen hat, da hat man gesehen, dass die Schlagkraft dann doch Wirkung gezeigt hat. Hat da kurz gewackelt, sammelt sich aber. Noch gut 20 Sekunden jetzt in dieser ersten Runde. Ja, schöne Aktion von Alexander Rakic. Und der marschiert weiterhin mit der Deckung unten, Hände unten. Gar kein Respekt vor den Aktionen oder vor der Gefahr, die ja da vielleicht auf ihn lauert. Das ist halt immer das Problem, wenn du den Gegner nicht wirklich mal ein, zwei Mal richtig hart anknacken kannst. Ne? Dann, wenn er keinen Respekt vor deiner Schlagkraft hat, dann marschiert er einfach nur auf dich zu. Und das ist für einen Fighter oft dann mal so eine schwierige Situation, weil du spürst, dass du den nicht aufhalten kannst und innerlich kommt man dann ein bisschen in so eine Unruhe und das kostet natürlich viel Energie, man wird immer hektischer. Das kann schon so den Verlauf des Kampfes immer ein bisschen durcheinander bringen. Hier sieht man nochmal eine kurze Wiederholung, da eine schöne Rechte, aber das Problem hier, ganz klar, das Problem, warum Jiří Procházka hier auch den Schlag gar nicht gespürt hat, ist die Position, in der Alexander Rakic war. Er war hier in der Rücklage, aus der Balance, kann hier also kein Gewicht nach vorne verlagern, keine gute Rotation oder so reinbringen, um hier wirklich Kraft zu generieren. Und man sieht es auch, das war halt einfach, es war ein Treffer natürlich, aber es war kein Treffer, der Jiří Procházka wirklich irgendwie annocken oder irgendwas könnte. Hier, das waren die Aktionen, die richtig Wirkung gezeigt haben. Richtig schön gemacht. Oh, da war ein guter Treffer von Jiri direkt auf das Ohr. Und da hat man das auch schon gesehen. Ja, schaut mal, das Bein ist schon richtig demoliert zu Beginn der ersten Runde. Hier war eine schöne Aktion von Alexander Rakic. Ja, hier ist er schön reingegangen mit dem Körpergewicht. Lass mal das nochmal in Slow Motion anschauen, weil das war echt eine schöne Aktion. Hier, Alexander Rakic fintiert einmal den Jab, zieht damit die Aufmerksamkeit von Jiří Procházka. Der hat aber den Kopf jetzt schon nach hinten gezogen, weicht dann direkt hinterher nochmal aus. Die zweite Hand, ah schade, die zwei beiden Hände sind dann nochmal daneben gegangen. Das sieht man jetzt erst in Slow Motion. Sowohl der Jab als auch die rechte, die hinterher kam, sind leider daneben gegangen. Da hat er ihn mehr mit dem Ellbogen tatsächlich über die Nase erwischt, als wirklich mit der Hand irgendwie am Kinn. Schade, weil ich glaube ehrlich, hätte er ihn hier clean erwischt, mit der kompletten Rotation hier rein, Gewicht vorne schön rein verlagert, das hätte er wirklich... Ja, das wäre ein kracher Treffer gewesen, den hätte Jiří Procházka definitiv gespürt. Oh, schöner Headkick, aber gut blockiert von Alexander Rakic. Jetzt hier guter Schlagabtausch zwischen den beiden, da ist es nochmal ein bisschen wilder geworden. Aber in diesen wilden Schlagmomenten ist Jiří Procházka ein bisschen im Vorteil. Schöne krachende Rechte von Alexander Rakic. Oh, ganz, ganz knapp über den Schädel von Alexander Rakic drüber gegangen. Kann man nichts sagen, der Kampf war wirklich sehr, sehr, sehr geil. Uff, und da kam diese krachende rechte Hand von Jiří Procházka rein und Alexander Rakic taumelt durch den Cage, versucht sich jetzt hier gerade gegen den anhaltenden Angriff von Jiří Procházka zu verteidigen und er hat ihn jetzt mit dem Rücken an dem Cage, ballert die Hände nochmal auf ihn los. Alexander Rakic versucht sich irgendwie noch aufrecht zu halten und noch zu verteidigen. Bei dem ist gerade wirklich alles Rambazamba im Schädel, der weiß gerade gar nicht, was wirklich passiert. Er versucht aus Instinkt heraus mitzuballern und sich irgendwie aus dieser Situation zu befreien, ja. Und stolpert hier nochmal durch den Cage. Wird nochmal von Jiří Procházka zu Boden gezogen und jetzt hier sogar am Boden, nachdem er Ground and Pound kassiert hat. Boah, es war ehrlich klar, dass Alexander Rakic hier gerade in richtig großen Schwierigkeiten steckt. Jetzt noch die Ellbogen hinterher, Ground and Pound und dann... Er versucht sich sogar nochmal wegzudrehen.
Diese ganze Sequenz, diese 20 Sekunden nach dieser rechten Hand, die waren so brutal, ehrlich. Das war ehrlich, ehrlich krass. Ich habe so gehofft, dass er es schafft, da irgendwie rauszukommen, damit der Kampf weitergeht, ne? Ich habe wirklich gehofft, aber dann ist Herb Dean leider dazwischen gegangen und hat den Kampf beendet. Boah, wir müssen uns das nochmal anschauen. Was war das für eine Sequenz? Alter, wie lang ging das? Mit dem Jab reingegangen und die rechte böse ans Kinn durchgezogen bei 2,30. Und ab hier, voller Vorwärtsgang von Jiří Procházka. Knie zum Kopf, rechte, 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 linke, rechte, linke, rechte. Rakic brettert mit. Das ist Kämpferherz auf jeden Fall, ja. Alexander Rakic wollte unbedingt hier weitermachen. Hat auch alle möglichen Situationen versucht auszunutzen. Ja, versucht sich hier nochmal wegzudrehen und irgendwie auf alle Viere zu kommen. Aber Jiří Procházka hat da gar nicht losgelassen, ja. Das waren jetzt 47 Sekunden. 47 Sekunden, ja, wo er angeklingelt war und versucht hat, das ganze Ding zu überleben und Jiří Procházka einfach nonstop auf ihn losgeladen hat. Jiří Procházka hat es einfach echt gut gemacht. Er hat konstant diesen Druck aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und dann den Moment ausgenutzt und mit dieser 1-2 entladen. Und Alexander Rakic hatte keine Antwort. Der wurde schon ein, zweimal vorher, wenn ich mich nicht täusche, von dieser 1-2-Kombination erwischt. Und dann, glaube ich, beim dritten Mal oder so, als er da erwischt wurde, hat es dann halt leider richtig geklingelt. Wirklich sehr, sehr schade. Ich hätte mich echt gefreut, wenn Alexander Rakic diesen Kampf gewonnen hätte. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mir sicher, Alexander Rakic wird jetzt die nötigen Anpassungen vornehmen, nochmal vielleicht ein, zwei Kämpfe machen und dann ist er wieder in der Position, um gegen die Top-Leute dann anzutreten und möglicherweise dann den Title-Run zu machen. Weiterhin geht es natürlich auch mit dem Kampf zwischen Charles Oliveira und Arman Tsarukyan. Ich habe ehrlich gehofft, dass Arman diesen Kampf gewinnen wird. Ich bin Fan von beiden, aber ich habe den Kampf Charles Oliveira gegen Islam Makhachev gesehen und das war wirklich, also keine Ahnung, was damals da passiert ist, aber der wurde ja komplett überrollt und ist jetzt nicht unbedingt ein Kampf, den ich direkt wieder sehen möchte. Andersherum, wenn man sich aber an den Kampf zwischen Arman Tsarukyan und Islam Makhachev, an den ersten Kampf von denen erinnert, das war ein richtig geiles Ding und Arman Tsarukyan hat Islam Makhachev schon ordentliche Schwierigkeiten auch damals bereitet und das war vor 5 Jahren, ja. Das war das Debüt von Arman bei der UFC und da ist er Short Notice dann gegen Islam angetreten. Ich würde schon gerne sehen, wie es jetzt nach 5 Jahren aussieht, wenn die beiden aufeinandertreffen. Der Kampf zwischen Arman und Charles war echt gut. Leider gibt es jetzt kein vernünftiges Highlight-Video von den beiden, das ich jetzt vernünftig zeigen könnte. Es gibt nur eigentlich die Situation, wo man den letzten Choke sieht. Ja. Da hier sieht man, dass Charles Oliveira hatte Arman wirklich in einem sehr, sehr ekelhaften Griff. Und es sah für viele Leute so aus, als wäre Arman hier schon fast sogar schlafen gegangen. Wobei der Referee gesehen hat, dass Arman ihn anscheinend sogar den Daumen hoch oder so gezeigt hat, ja. Und viele sagen ja auch so, ja, wie hat Arman überhaupt diesen Kampf gewonnen? Der wurde fast gefinisht und nur die Rundenglocke hat ihn gerettet. Ich weiß nicht, also das sieht für mich jetzt nicht nach jemandem aus, der gerettet wurde. Wäre der Griff wirklich so tief und gefährlich gewesen, hätte Arman danach nicht direkt einfach so aufstehen und durch die Gegend rennen können und so. Dann wäre er kurz davor gewesen, ja schlafen zu gehen, ja. Also meiner Meinung nach, der Kampf war echt sehr interessant zwischen den beiden. Die erste Runde würde ich persönlich Charles Oliveira geben, aber die nächsten 2 Runden habe ich ganz klar für Arman gesehen, weil sein... Okay, in der ersten Runde ist er aus dem Choke rausgekommen, der war wirklich auch sehr, sehr tief, da muss man auch wirklich sagen, Respekt an Arman, der ist ein richtiges Kämpferherz und hat sich da durchgebissen und ist da rausgekommen aus der Guillotine. Dann aber in der zweiten Runde hat er Charles Oliveira richtig gut kontrolliert, am Boden richtig hartes Ground and Pound dran gemacht, immer wieder mit dem Ellbogen, hat dann auch mehrere Cuts im Gesicht von Charles Oliveira geöffnet. Und auch in der dritten Runde, meiner Meinung nach, hat er den Kampf geführt, bis natürlich jetzt auf die letzte Situation, wo er wieder in den Choke reingekommen ist. Aber ich bin halt der Meinung, so ein angesetzter Choke kann halt jetzt nicht unbedingt die Runde gewinnen, wenn man vorher die ganze Zeit im Boden kontrolliert wurde oder bearbeitet wurde. Wenn man halt nicht tappt, tappt man halt nicht. Ich bin jetzt ehrlich gespannt, wie es weitergeht, ja, weil Arman ist jetzt definitiv erstmal der Nächste in der Reihe nach Dustin Poirier, weil Dustin Poirier wird jetzt gegen Islam Makhachev kämpfen. Ich gehe davon aus, dass Islam Makhachev diesen Kampf wieder gewinnen wird, wobei man Dustin Poirier natürlich nicht komplett unterschätzen darf, weil der kann gewinnen, wenn er gut trifft. Man hatte schon einmal gesehen, Islam Makhachev, als er einmal unvorsichtig wurde, wurde er ausgenockt. Das kann immer im Fighting-Business passieren. Aber ich würde schon generell sagen, dass Islam Makhachev diesen Kampf gewinnen wird. Und dann sehen wir den Fight zwischen ihm und Arman 2. Und da bin ich ehrlich gespannt, wie das abläuft. Ob sich Arman weit genug entwickelt hat, um für Islam Makhachev
im aktuellen Stand, jetzt wo er absolut in der Prime ist, nochmal eine Gefahr werden zu können, ja? Okay, Freunde, das war's jedenfalls mit meiner Meinung zu diesen paar Kämpfen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Alexander Rakic und Jiří Procházka natürlich in die Kommentare und auch Armand Tsarukyan gegen Islam Makhachev. Wie seht ihr diese Fights ablaufen? Wir sehen uns morgen natürlich wieder in einem brandneuen Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.